Ihr Job ist riskant. Sie müssen schnell sein. Ihr Job ist Männersache. Ihr Essen ist es auch. Also morgens brauchst du mir mit Süßen nicht kommen. Wo Sie arbeiten, sind Frauen selten. Da muss man zeigen, dass man Arsch in der Hose hat. Sie wollen Leben retten und müssen lernen, den Tod zu akzeptieren. Wir können nicht alle retten, hat man mir am Anfang gesagt, und das muss man begreifen. Hinter den Kulissen einer ganz besonderen Truppe. In Köln, Stadtteil Chorweiler. In Sichtweite der Hochhäuser von Köln-Chorweiler liegt die Feuerwache 6, ein Zweckbau. Jeden Morgen um 9:30 heißt es antreten zum Dienst. Die Schicht dauert 24 Stunden. Die Arbeit ist nicht vorhersehbar. Man muss das Leben so nehmen, wie es kommt. Man weiß ja nicht, kommt jetzt gleich was oder kommt erst heute Nacht was. Aber ich finde, das ist auch gleichzeitig das Aufregende an einem Job, weil man eben nicht weiß, was kommt. Es ist halt kein Tag wie der andere, und das finde ich gerade das Spannende an dem Job. Chorweiler ist ein Stadtbezirk mit viel Grün und einem Herz aus Beton. Und das macht den Feuerwehrleuten die Arbeit nicht immer leicht. Heute wollen sie üben, wie man am besten an die Hochhäuser herankommt. Die Drehleiter wird aufgestellt. Schön gerade zurück, noch ein Stück. Sie haben die Balkone genau im Blick. Man muss vorsichtig sein. Hier fliegen auch schon mal schwere Gegenstände auf die Wehrmänner herab. Ich würde es nicht als sozialen Brennpunkt bezeichnen. Das wäre sicherlich übertrieben. Aber auf dem einen oder anderen Flur ist sicherlich schon auch eine schwierige Gemengelage. Bis zur 10. oder 11. Etage reicht die Drehleiter. Das ist bei einigen Häusern nicht mal die Hälfte der Gesamthöhe. Chorweiler ist ein eigenes Pflaster, weil da in den 70er Jahren halt diese Trabantenstadt hingebaut worden ist und früher mal anderes Klientel am Anfang da gewohnt hat. Jetzt sind doch sehr viele ärmere Leute da. Und Multikulti natürlich, und dadurch ist das eine exponierte Lage. Ein paar Stunden nach der Übung müssen sie raus. Sie waren gerade beim Betriebssport. Alarm in einem Hochhaus. Ausgelöste Brandmeldeanlage. 8. Stock. Treppe hoch. Alle Maßnahmen laufen so lange, bis man weiß, was oben los ist. Bis sich Zugführer Rolf Buchmüller meldet. Eingeschlagener Druckknopfmelder, böswillige Alarmierung. Wir können alle Maßnahmen zurücknehmen. Verstanden. Eingeschlagener böswillige Absicht, Druckmelder, alle Maßnahmen zurücknehmen. Das ist richtig. Ja, jetzt die Klepperei hier, das ist... Und deswegen sowas dann? Ja, und deswegen sowas, genau. Das ist einfach nur, die einfach Leute nicht wissen, mit ihrer Zeit was anzufangen oder eben aus lauter Langeweile. Von irgendwem eingeschlagen. Sowas passiert hier häufiger. Jeder von ihnen ist mit 30 Kilo Gepäck hochgelaufen. Jetzt können sie gefahrlos den Aufzug nehmen. Tja, außer Spesen nichts gewesen. Von den Feuerwehrleuten wohnt niemand in Chorweiler. Viele kommen von weit außerhalb, wie Gerd Reitz. Er lebt mit seiner Frau tief in der Eifel. Dort ist er auch groß geworden. An die Arbeit in der Großstadt musste er sich erst gewöhnen. Hier waren Einsätze oder Einsatzsituationen, die kannte ich von zu Hause ganz einfach nicht, weil ja, so Begriffe wie Messi und sowas, das war alles Neuland für mich, weil das kennt man von zu Hause aus einfach nicht, weil da hat alles sein geordnetes Leben. Und hier kommt man halt das erste Mal in so eine Messi-Bude rein und wundert sich, warum es der Müllmeterweise links und rechts hochgestapelt und noch irgendwelche Haustiere sind irgendwo dazwischen, noch die vergebens irgendwo Nahrung am Suchen sind, weil sie nichts mehr finden können, weil alles zugemüllt ist ohne Ende, zum Beispiel.
Das Gelände ihrer eigenen Wache haben sie hübsch hergerichtet. Die Feuerwache 6 ist eine grüne Oase. Sie halten das alles selbst in Ordnung. Es gibt Rasen, Blumen, Kräutergarten und sogar eine eigene kleine Apfelplantage. Das ist der Mann mit dem grünen Daumen. Matthias Kirmse ist gelernter Gärtner, war ehrenamtlicher Rettungshelfer und kam so zur Feuerwehr. Das sind ja beides Berufe, die auch ein bisschen Fingerspitzengefühl auch brauchen. Und beide Berufe sind auch vielfältig. Und das ist das, was mich einfach reizt, also verschiedene Dinge zu tun und nicht immer jeden Tag dasselbe zu machen. Und ich finde auch im Gartenbau, man sieht am Ende des Tages, was man geschafft hat. Und ich finde, das ist bei der Feuerwehr auch so. Man hat am Ende des Tages irgendwie ein Ergebnis. Das finde ich persönlich sehr wichtig. Die Männer müssen fit sein. Wie fit sie wirklich sind, wird im Keller der Wache klar. Die jährliche Atemschutzprüfung. Dazu gehört auch dieser große Gitterkasten, eine Art Irrgarten mit versteckten Öffnungsklappen. Es geht darum, möglichst wenig Atemluft zu verbrauchen und sich im Dunkeln durchzutasten. Nebenan ein Kontrollraum. Spezielle Kameras haben alles im Blick, machen jeden Fehler sichtbar. Eine kurze Pause, dann geht es weiter. Die Männer müssen mit der Luft in der Flasche auskommen. Jetzt entscheidet der Kopf. Ja, also jetzt ist es sehr, sehr anstrengend und alles, was jetzt läuft, ist eigentlich nur Kopfsache. Man muss sich zwingen, die Atemfrequenz runterzufahren. So wenig zu atmen, wie geht. Die Atemluft soll im Ernstfall für eine halbe Stunde reichen. Hier aber ist die Belastung viel größer. Wer die Prüfung mehrfach versemmelt, verliert seinen Job. Heute sind alle in Bestform. So, fertig. Selbst die Fittesten unter ihnen gehen hier klatschnass raus. Wenig später rückt der komplette Löschzug aus. Ein Feuer im Stadtteil Seeberg. Es brennt auf einem Balkon. Mario Rodriguez und seine Kollegen müssen die Leiter hoch. Inzwischen steht fest, dass niemand in der Wohnung ist. Die Mieter sollen verreist sein. Auf dem Balkon ist das kleine Feuer schnell gelöscht. Wasser wird nicht gebraucht. Eine Nachbarin kommt hinzu, hat die Frau am Telefon, die zurzeit die Schlüssel für diese Wohnung hat. Gerd Breuer beruhigt. Breuer, Feuerwache 6. Hallo. Ja. Ja, also bei Ihnen am Balkon, da hat etwas gebrannt. In der Wohnung selbst ist nichts passiert. Wir machen das jetzt aus. Ist also nicht allzu viel. Für die Anwohner das Tagesereignis. Für die Männer nichts Tolles. Brandursache ein technischer Defekt. Ein kleiner Handlöscher hat gereicht. Kleine Nummer. Bisschen was gebrannt am Balkon, nichts Wildes. Jeden Nachmittag Betriebssport. Volleyball. Den Sandplatz hinter der Wache haben sie auch selbst angelegt. Der Sport ist Vorschrift, sie sollen ja fit bleiben. Das gehört zu den Konditionen ihres Berufs. Immer spielen die Älteren gegen die Jüngeren. Da ist der Ehrgeiz auf jeden Fall schon da von vornherein. Der Älteren, denke ich mal, der Ehrgeiz ist noch größer, den Jüngeren zu zeigen, dass sie immer noch die Jüngeren schlagen können und immer noch gut in Anführungszeichen im Saft sind. Und die Jüngeren haben natürlich den Ehrgeiz, den Älteren, die oft auch Führungspersönlichkeiten sind und Vorgesetzte sind, zu zeigen, dass sie auch mal schlagen können. Bei schlechtem Wetter spielen sie in einer städtischen Turnhalle. Der Ehrgeiz von Gerd Breuer ist besonders groß. Er ist einer der Ältesten, will aber niemals eine ruhige Kugel schieben. Ihr könnt nichts. Gerd will kämpfen und gewinnen. Sport bedeutet mir sehr viel und wenn ich, egal was ich mache, ich gehe auf den Platz, egal welcher Sport, um zu gewinnen. Wenn ich Gesellschaftsspiele mache, gehe ich auch an das Brett oder ans Gartenspiel, um zu gewinnen. Wie das Spiel alt gegen jung ausgegangen ist, kann man meist an seinem Gesicht ablesen. Immer wieder Übungen. Heute geht es um eine eingeklemmte Person. Jörg Niesen spielt das Opfer. Schwer verletzt? Ja, schon ein bisschen. Ja. Stumpfes Thoraxtrauma und Wirbelsäulentrauma.
Die Feuerwehrmänner in Köln arbeiten auch im Rettungsdienst, haben ein enormes medizinisches Grundwissen. Eine solche Übung ist nicht vorgeschrieben, sie machen das freiwillig. Die Jüngeren lernen und die Älteren halten sich auf diese Weise fit. Alles soll realitätsnah sein, das gilt auch für das Opfer. Dann hol mich da endlich hier raus. Das Dach ist doch schon, kann doch nicht, was macht ihr denn? Das geht jetzt nochmal schön, Ketanes Dormicum, richtig schön, ne? Ja. Das ist schön ruhig, aber du hörst nicht auf zu schnaufen, das ist sehr wichtig. Ja. Das würde ich merken. Es geht um Perfektion im Ernstfall. Das gilt für alle. Ich glaube, wir haben alle, ich sag mal, eine große soziale Ader. Aber das ist auch weiterhin Interesse an der Technik und letztendlich auch einfach helfen wollen und hinterher ein gutes Gefühl haben, wenn ich jemand helfen konnte und es für alle gut ausgegangen ist. Es geht nicht immer gut aus. Mitten in Chorweiler im Einkaufszentrum ringt ein Mensch mit dem Tod. Herzinfarkt. Der Notarzt hat einige Feuerwehrleute rufen lassen. Die Männer wechseln sich ab bei der Wiederbelebung. Es zieht sich fast eine Stunde hin. Und am Ende scheitern sie. Feuerwehrleute sollen nicht nur körperlich fit sein. Sie müssen auch Schicksalsschläge einstecken, sich um Angehörige kümmern. Das passiert häufig und nicht alles kann man verdrängen. Also ein Kollege hat mal gesagt, jeder Einsatz ist wie so ein Tropfen in ein Fass. Und irgendwann ist das Fass voll, aber die Frage ist, wie groß ist das Fass jedes Einzelnen? Ne? Auch das ist unser Beruf. Auch wir machen sowas täglich und müssen damit leben. Aufsitzen! Ich glaube, ja, Erfahrung bringt die Zeit und auch die Masse und die Art der Einsätze. Ich denke, die Alten sind einfach aufgrund ihrer Erfahrung schon ein bisschen relaxter. Die gehen lockerer an die Sache ran. Das heißt aber nicht, dass sie nicht auch berührt sind von der Sache. Und die Jungen sind fachlich sehr kompetent und wollen auch einen Erfolg erzielen. Und der Erfolg ist ja letztendlich, wenn man dem Patienten helfen kann. Das heißt, wenn der Patient überlebt, ist das ja auch ein Erfolgserlebnis. Und die Alten, glaube ich, haben halt schon häufiger gelernt, dass eben, ja, wir können nicht alle retten, hat man mir am Anfang gesagt. Und das muss man begreifen. Und wenn man das begriffen hat, wird man auch wesentlich ruhiger, wenn man begriffen hat, dass wir eben nicht jeden retten können. Die Feuerwache ist auch Teil einer Behörde. Verwaltungsarbeiten sind nicht sehr beliebt. Erst recht nicht bei Gerd Breuer. Nur in einem Büro zu sitzen, wäre für mich Horror. Ich muss raus. Aber hier sitzt man auch im Büro. Hier sitzt man auch im Büro, aber nur stundenweise. Sonst wäre es zu viel. Sonst wäre es zu viel. Es gibt einiges bei der Feuerwehr, was wenig Begeisterung auslöst, aber nun mal getan werden muss. Sascha Breuer ist an diesem Tag als Brandmeister vom Dienst eingeteilt. Er muss den ganzen Tag Mädchen für alles spielen. Aufräumen, Müll einsammeln, Klopapier kontrollieren und so weiter. Sascha Breuer ist nicht verwandt oder verschwägert mit dem Gerd. Ein Meister vom Dienst klingt toll. Ja, ist ganz toll, aber ist nicht immer so toll. Wieso? Ja, morgens muss man was früher aufstehen, Kaffee kochen, die Kollegen lecken. Aber man hat ja nicht immer einen Brandmeisterdienst. Wird ja immer gewechselt. Ist das so ein Job, den auch die Älteren machen? Oder? Ja, also es geht hier Reihe um. Ja. Aha, aber meistens die Jüngeren. Also ich glaube, für die jungen Kollegen, zu denen ich eigentlich auch noch zähle, kann der Tag schon mal lang werden, wenn nichts ist. Das ist richtig. Aber wir haben auch genug Arbeiten auf der Wache. Wir machen viel Übungsdienst. Also es ist ja nicht so, dass wir hier jetzt sitzen und auf den Einsatz warten, sondern es gibt noch genug Arbeiten, die auch gemacht werden müssen.